Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von Papers, Please. Dieses Spiel ist eine Art Grenzschutzsimulator. Ich muss praktisch die Papiere kontrollieren von Leuten, die in mein Land wollen. Und dieses wunderbare Land nennt sich Arstotzka. Ich hoffe mal, ich spreche den Namen richtig aus. Und da sehen wir auch schon die aktuelle Zeitung. Grenzübergang Grestin endlich eröffnet. Nach 6 Jahren ist unsere Sicherheit auch wirklich garantiert. Ja, natürlich. Ich bin doch der Grenzpostenschützer. Kein Problem. 23. November 1982. Alter, das ist schon lange her. Da war ich nicht mal auf der Welt. So, Ministerium für Grenzschutz. Offizielle Depesche. Inspektor, willkommen bei Ihrer neuen Position am Grenzübergang Grestin. Genau, ich kann jetzt hier die Leute anfordern. Zack, nächster. Alter, hier sehen wir auch so einen Typen mit einer Knarre. Papiere bitte. Endlich kann ich nach Hause. Okay, dann schnappen wir uns mal sein Einreisevisum. Und wir müssen das Ganze jetzt checken. Unten links sehen wir so ein paar Infos. Ja, das sieht aber alles gut aus. Sie kommen aus Arstotzka. Dann würde ich hier sagen, zack, genehmigt. Bitte sehr. Am Anfang ist das alles noch sehr, sehr easy, weil da muss man nur darauf achten, dass die Leute tatsächlich aus unserem Land kommen. Direkt der Nächste. Guten Tag. Papiere bitte. Dankeschön. Das wird natürlich im Laufe der Zeit komplizierter. Dieser Grenzübergang ist klasse, hat er gesagt. Bestimmt. Oh, tut mir leid. Sie kommen aus Zunkekedo. So, zack, tut mir leid. Tschüss. Nächster. Guten Tag. Papiere bitte. Sie kommen, Republien? Ich hoffe, das war jetzt nicht für'n Arsch. Hat der Typ gerade gesagt. Ja, tut mir leid, das war ready für'n Arsch. Mal, dass du wegkommst. Nur Arstotzikaner. Ich fasse es nicht. Fahr zur Hölle? Was habe ich denn getan? Ich versuche hier noch zu überleben. Ich muss ja auch... Ich bin hier nur angestellt. Dankeschön. Und Mrs. Rajuf Natalie? Sie dürfen sehr, sehr gerne rein. Es lebe Arstotzka. Nee, Arstotzka? Ja, doch, das wird schon stimmen. Nixer? Pierre, bitte? Das war ein Fehler, diesen Grenzübergang zu öffnen. Was? Wieso bist du denn? Er kam einfach reingespliest und ist wieder weggegangen. Nixer. Guten Tag, schicke Brille. Sie kommen aus Republien? Dann müssen Sie sich leider verpissen. Tschüss. Nixer. Papiere bitte. Ja, Sie kommen aus... Ja, das tut mir leid. Ich würde euch wirklich gerne alle reinlassen, aber ich habe hier auch meine Instruktion. Nixer. Guten Tag. Zack, sie kommen aus Arstotzka. Zack, Alter, komm rein hier. Oh, da ist wieder jemand. Guten Tag. Sie kommen ebenfalls aus unserem Land. Dann darf ich sie reinlassen. Dieses Spiel behandelt natürlich auch ein ziemlich interessantes Thema, was momentan... Oh, Tag 1 wurde beendet. Verwalten Sie Ihre... Was? Wie wenig Gehalt bekomme ich denn? Miete, Nahrung, Heizung? Ach, und das ist meine Familie. Meine Frau, der geht's noch gut. Meinem Sohn, Schwiegermutter, Onkel. Nahrung, Heizung. Alter Schwede. Hab ich nicht gerade Minus gemacht? Tatsächlich. Ich musste an meine Ersparnisse gehen. Okay, wir schlafen. Grenzübergang Grestin, ein Erfolg. Jawohl, in Kürze weniger Auflagen. Einreise von Ausländern. Ja, das ist doch gut. 24. November 1982. Jawohl, jetzt können auch alle bei uns rein. So, nächster. Jetzt muss ich, glaube ich, noch auf ein paar andere Dinge achten. Ich habe jetzt so eine Art Prüfmodus. Guten Tag. Sie sind, ja, männlich. Wir gucken mal. Jetzt wird das Ganze gecheckt. Ist eine Übereinstimmung. Und das sieht generell alles gut aus, obwohl... Nee, doch. Ich weiß zwar nicht ganz genau, woher du kommst. Aber das ist jetzt ja auch nicht so wichtig, denn die Ausländer dürfen ja rein. Das ist doch gut. Tipp, tipp. Sie kommen zwar nicht auch aus Arstotzka, aber Sie können gerne rein. Kommen Sie. Machen Sie mir ja keinen Ärger. Hat er das gerade zu mir gesagt? Nixer. Guten Tag. Einmal bitte Ihre Papiere. Sie haben ein dickes, fettes Problem. Denn wenn ich das jetzt hier prüfe, Ihr Pass ist abgelaufen. Ich würde Sie sehr, sehr gerne reinlassen. Oh, jetzt muss ich ihn verhören. Sie können nicht mit einem abgelaufenen Dokument einreisen. Bitte lassen Sie mich durch. Das tut mir leid. Ich krieg sonst Ärger von meinem Chef. Tschüss. Nixer. Guten Tag. Ja, hallo, schicke Mütze. So, wie sieht das denn hier aus? Sie kommen aus Republien. Ja, weiblich sind sie hoffentlich auch. Warten Sie, das checke ich hier einmal. Übereinstimmung aus Bostan. Ja, das ist ja kein Verbrechen, geboren. Ja, sieht alles gut aus. Ich glaube, ich kann sie reinlassen. Zack, willkommen in unser wunderschönen Land, von dem ich noch nicht mehr gesehen habe als den Grenzübergang. Nixer. Guten Tag. Hallo, einmal bitte Ihre Papiere. Sie dürfen... Ja, sieht alles gut aus. Mein Bus fährt gleich. Ja, ja, ich beeile mich. Sie sind weiblich aus Orwetsch. Ja, ja, aber das ist ja genehmigt. Kommen Sie rein. Endlich. Ja, ja. Wo waren Sie denn? Einkaufen? Okay.
Guten Tag, einmal bitte Ihre Papiere. Oh, das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Sie sind weiblich. Mahala, ja, aber aus welchem? Aus Großgruß? Emilia Carmen? Ja, ich würde sagen, das ist genehmigt. Die sind weiblich. Oh, ich hätte mal gucken sollen, ob die eine überhaupt so aussieht. Ich habe manchmal nicht auf das Bild geachtet. Scheiße. Weil wenn man hier Fehler macht, dann kann das auch ganz schnell... Das ist nämlich, glaube ich, nicht unbedingt so, ja, der krasseste Start. Oh, hallo, mein hübscher Langeweile. Wenn du willst, komm doch ein wenig... Oh, was, ich soll mich amüsieren? Hoa! Die rosa Sünde! Machen Sie weg mit Ihren Schmuddelheftchen! So, sieht aber ansonsten alles gut aus. Ja, ich würde mal sagen, Sie dürfen rein. Bitte, ich werde ein paar Monate da sein. Vergiss nicht, uns zu besuchen. Nein! Ich habe doch eine Frau! Ich möchte nicht in euer Schmuddelding. Obwohl, warte, nein. Papiere bitte! So, Moment mal! Das wird gecheckt. Das sieht aber nicht gut aus. Diskrepanz entdeckt. Was ist denn jetzt? Da springt einer über die Mauer! Nein. Der ist doch unbewaffnet! Was machen Sie? Oh. Er war doch nicht unbewaffnet. Ihr Arbeitstag fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Der Spielstand wird zu Beginn jedes Tages gespeichert. Moment mal, was ist denn jetzt los? Meine Ersparnisse gehen immer weiter runter. Mein Gehalt reicht nicht mal für Miete, Nahrung und Heizung. Hoffentlich werde ich irgendwann befördert, weil sonst kann ich mir das alles nicht mehr leisten. Terroristen verüben Anschlag in Grestin. Kolessische Hetzer unter Verdacht. Grenzübergang noch stärker gesichert. Okay, sieht aber nicht gut aus. 25. November 82. Yo! Jetzt kommt er aber ordentlich, Leute. Inspektor, die Einreise aller Nichtbürger ist ab sofort reguliert. Alle Ausländer haben einen Einreisebeleg vorzulegen. Verifizieren Sie Angaben, bevor Sie das Einreisevisum stempeln. Okay, Nixer! Da schauen wir doch mal. Ja, hallo. Guten Tag. Dann geben Sie mir mal hier Ihren Schnipsel. 25.11. Das testen wir natürlich, aber hier ist alles in Ordnung. Ja, ansonsten sehen Sie auch Boston. 25.04. Ja, alles gut. Können wir das hier direkt stempeln? Willkommen in unserem wunderschönen Land, bei dem scheinbar nicht mal mein Gehalt für die Heizung reicht. Guten Tag. Einmal. Oh. Wo sind Ihr Schnipsel? Das tut mir leid, ich kann Sie nicht reinlassen. Sie haben keinen Schnipsel. Tschüss. Hat nicht mal was gesagt. Nixer. Birite. Ah, da ist Ihr Schnipsel. Ich kann dich jederzeit glücklich machen. Wie viele Leute arbeiten denn in der rosa Sünde? Nein! Ich will den Schmuddelkram nicht. So, warten Sie. Sieht alles gut aus? Ihr Gesicht? Ja, das ist mit der Narbe weiblich abgelaufen. Ist alles gut. Sie haben aber nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Hier, genehmigt. Viel Spaß in der rosa Sünde. Kein Interesse. Komm in die rosa Sünde und frag nach Ava. Oder Eva. Nee, danke. Hallo. Schicke Frisur. Einmal bitte Ihren Einreise. Oh, da sehe ich. Ah, das tut mir leid. Sir, da gibt es eine Diskrepanz. Da werden Sie verhört. Das Datum auf dem Beleg stimmt nicht. Mein Fehler. Ja, das ist wirklich Ihr Fehler. Dann gebe ich Ihnen beide Sachen zurück. Hallo? Hä? Ja, ach so, ich muss es ja, oh Gott, ich habe Ihnen das nicht abgelehnt. So, zack, mal, dass du wegkommst und hier nimm die rosa Sünde mit. Hä, die kann ich nicht mal wegwerfen. Okay, Nixer. Hallo, schicke Brille. Ich habe von einem Bombenanschlag gehört. Sie können froh sein, dass Sie noch Arbeit haben. Ja, ich bin froh, dass ich noch am Leben bin. Der hatte eine riesige Bombe. So, warten Sie mal. Bild, ja, es könnte, das ist eine andere Frisur. Ja, ich check das trotzdem mal lieber. Nicht, dass ich euch Ärger bekomme. Übereinstimmung. Die Sachen sind auch noch gültig. Sie ist weiblich. Der Einreisebeleg. Okay, dann freue ich mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Hier, bitte sehr. Passen Sie auf sich auf. Ja, danke. Hallo. Hey, das ist aber ein geiler Bart. Okay, dann schauen wir doch mal rein. Oh, das tut mir ja nun leid. Da muss ich Sie leider direkt abweisen. So, da ist eine Diskrepanz. Direkt verhört. Für einen anderen Tag. Mein Fehler. Ja, das ist leider nun wirklich ein dicker Fehler. Da bringt Ihnen auch Ihr Rauschebart nichts. Tschüss, beehren Sie uns bald wieder. Empfehlen Sie mich weiter. Vielleicht würde ich auch gerne in einem anderen Land arbeiten, weil ich habe das Gefühl, meins ist nicht so geil. Diggi. Ah nee, warte, du kommst aus Aditotski. Ja, du darfst genehmigt. Männlich, Gesicht sieht auch so aus. Bitte sehr. Es lebe Aditotska. Ja, finde ich auch. Biere bitte. Schön, los geht's. Es lebe was? Tollstes Land, wo gibt. Digga. Hallo? Du hast keine Dokumente. Hallo? Er hat mir nichts gegeben.
Ich habe nur hier den Kram. Mach, dass du wegkommst. Wählen Sie zum Fortfahren den Prüfmodus, um ein Verhör zu beginnen. Ah, ja, ich würde gerne ein Verhör machen. Ah, hier kann ich das. Infos zur Kabine, Grundvorschriften. Oh Gott, ich muss mich beeilen, ey. Ich habe keine Lust, dass jetzt hier gleich ich irgendwie Ärger bekomme, weil die Zeit läuft auch ab. Auf Seite 2 der heutigen Depeschen. Ah, zack, Seite 2. Okay. Viele Dokumente können durch Auswahl des Tresens und des Absatzes in den Vorschriften abgeglichen werden. Ah, hier rechts sind meine Vorschriften. Okay. Aber ich kann hier nichts drücken. Oh, die Zeit ist abgelaufen. Tut mir leid, Jungs. Ich mache hier den Laden. Ich mache den Laden dicht. Oh, oh. Ey, ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Ärger. Alle Leute gehen. Du bist ja immer noch da. Ah, warte, ich glaube, ich hab's hier. Person muss einen Pass haben. Diskrepanz entdeckt. Verhören. Wo ist ihr Pass? Pass? Da braucht man keinen Pass mehr. Stimmt's oder habe ich recht? Sie brauchen den Pass. Schon gut, ich habe verstanden. Ich schaue nochmal vorbei. Finktier musste ich jetzt Überstunden machen. Okay. Ich musste meine Heizung ausmachen, weil ich einfach nicht mehr genügend Kohle habe. Das gibt's doch nicht. Krass. Schwarzmarkt erlebt unbekannte Blüte. Oh oh. Ausbau des Grenzübergangs verschoben. Okidoki, meine Damen und Herren, das war's mit der ersten Folge von Papers, Please. Falls ihr Bock habt auf mehr, dann lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Und dann wünsche ich euch allen noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.